Ich spiele mit Puppen. So, wie heißt du? Ich heiße Charlie und ich bin eine Stratte. Eine was? Eine Stratte. Also eine Mischung aus Stinktier und Ratte. Ich bin in Kiel aufgewachsen, bin aber eigentlich Österreicher und habe die letzten 8 Jahre in Österreich gelebt. Ganz unspektakuläres Leben eigentlich. Also ich bin wirklich Auto, Gebrauchtwagenhändler. Gebrauchtwagenhändler, ja. Das sind die schlimmsten. Ja, ich weiß, ist schon gut. Und ich habe durch Zufall bei einer Weihnachtsfeier vor 1,5 Jahren entdeckt, dass ich Bauchreden kann. Du kannst was? Ich kann Bauchreden. Wir haben einen Bauchreden im Fernsehen gesehen, den Sascha Grammel. Ach, den kenne ich, ja. Und dann hat jeder am Tisch, wir waren 20 Leute, Familienfeier, jeder hat es dann probiert. Mach du mal. Und als die Reihe an mir war, ich konnte es einfach. Was du konntest? Ich konnte es einfach. Ich habe auch im ersten Moment gar nicht realisiert, dass das Bauchreden ist. Ich habe bisher immer gedacht, das kommt aus dem Bauch. Das ist einfach nur Reden, ohne die Lippen zu bewegen. Das, nee, ist das nicht? Nee, das kann ich auch. Kotzau, kotzau. Sieh genau hin. Hallo. Ja, okay, du kannst auch. Und ist das die Kamera? Ja. Hallo. Ich nehme an, dass es damit zusammenhängt, dass ich von 17 bis 23 hatte ich eine Zahnlücke. Du hattest eine was? Eine Zahnlücke. Bist du nicht zum Zahnarzt? Nein, hör auf jetzt. Und bin nie zum Zahnarzt gegangen und war immer sehr eitel. Und habe damals, ich weiß es, immer geübt zu sprechen, ohne die Oberlippe zu bewegen, dass man die Zahnlücke nicht sieht. Ich war DJ damals. Ich meine, da ist man halt eitel. Und ich glaube, das ist der Grundstein gewesen dazu, dass ich es einfach kann. Und dann habe ich mir relativ schnell Puppen ersteigert aus eBay. Die ersten 5, 6 habe ich in eBay gekauft, dann habe ich sie mir machen lassen. Ich denn aus eBay? Ja, das wusste ich auch nicht. Lass doch jetzt. Und habe dann im Dezember letzten Jahres meine Firma verkauft, habe mir ein Soloprogramm geschrieben und bin nach Berlin gezogen. Man braucht den Mut dazu, dann zu sagen, ich breche mit dem Leben bisher und mache was ganz Neues, weil man weiß ja nicht, worauf man sich einlässt. Nee, das wissen Sie nicht. Nee, genau. Und es hat sich ausgezahlt. Der Erfolg gibt uns irgendwie recht. Ja, mir auch. Ja, ich habe uns gesagt. Ihr auch? Ja, ihr auch. Die schläft. So ein fauler Hund. Sie ist auch ganz ruhig. Sie schläft jetzt auch. Du hast ihr doch was gegeben. Nein, habe ich nicht. Sicher? Ja, ganz sicher. So ein langweiliger Hund. Sie möchte immer mit. Sie ist in jedem Theater mit. Sie ist immer dabei. Charlie redet die ganze Zeit. Wenn ich zeige irgendwie auf der Bühne die coole Sau oder die schüchterne Schildkröte. Also ich habe meine Figuren wirklich so angelegt, dass man eigentlich verschiedene Persönlichkeiten von mir sieht. Henriette, komm raus. Na komm. Na komm schon. Na komm. Oh. Hast du mich erschreckt? Hast du dich angeschlichen? Nein, ich bin schon eine ganze Weile hier. Wohnst du hier? Nee, ich bin hier nur für ein paar Stunden. Aha, ein Stundenhotel. Nein, du wolltest dich nur vorstellen. Ich heiße Henriette. Wie? Hallo? Tö. Ah, okay. Jedenfalls ist das meine kleine Schildkröte Henriette und die ist nämlich... Was machst du hier? Ach, hör auf. In der ersten Flasche wohnt der Geist mit dem Namen Wer. In der zweiten Flasche wohnt der Geist mit dem Namen Was. Und in der dritten Flasche wohnt der Geist mit dem Namen Weiß ich nicht. Passt du auf? Ja, natürlich. 3 Flaschen, 3 Geister. Was soll daran so schwer sein? Richtig. Weißt du, wie die 3 heißen? Die Stimmen sind schon im Kopf. Ob die nun wirklich echt sind oder nicht, kann ich oftmals gar nicht sagen. Nee, kann ich auch nicht. Genau. Wer wohnt in der ersten Flasche? In der dritten Flasche wohnt, weiß ich nicht. Wenn du es nicht weißt, woher soll ich dann wissen? Ich weiß ja, wo wer wohnt und wer wohnt in der ersten Flasche. Alter, hörst du dir dann Reden zu? Ansonsten habe ich mir als Motto einfach gesagt, früher war ich schizophren, aber jetzt sind wir wieder okay. Aber Bauchreden an sich ist auch noch nicht witzig. Also es gehört einfach eine Puppe dazu. Genau. Oder 2 oder 2. Und gute Texte. Ja, und gute Texte. Und witzig musst du auch sein. Witzig musst du auch sein. Na gut, was machst du dann hier? Hör auf jetzt.
Jack.